Kommunikation ist alles, auch bei den Lombardis. Ich kann mir vorstellen, ihr seid ein Paar, was sehr viel miteinander redet, streitet, sich anfetzt, aber sich auch dann genauso doll wieder lieb hat. Ist das so? Seid ihr ein sehr lautes, emotionales Paar? Ja, wir sind ja beide auch so halb Italiener. Das heißt, bei uns, wenn wir uns dann streiten, dann wird's laut. Ja. Aber und dafür... man denkt immer, dass ich so ein ruhiger Kerl bin, aber boah, da fliegen die Fetzen alle. Ey. Nein, aber dafür haben wir auch wirklich eine sehr, sehr starke Liebe und wir kennen uns einfach, ne? So. Das ist gut. Das ist gut. Das wäre relativ wichtig. Wäre blöd, wenn man nebeneinander aufwacht. Die hat noch nie so viel gelacht. Wir wollen mal testen, wie eingespielt ihr als Team seid. Ihr seid werdende Eltern. Wir gehen jetzt ins Baby-Trainingslager, ins Familientrainingslager. Und wir spielen eine Runde Charabu. Charabu ist eine Mischung aus Charade und Tabu, bei der wir jetzt wichtige Begriffe zum Thema Schwangerschaft, Geburt, Säuglinge erraten müssen. Und zu dritt spielen ist blöd, also müssen wir Team gegen Team. Deswegen holen wir nochmal die Joyce auf die Bühne. Joyce, komm, bitte! Wir erklären Begriffe mit Worten. Die Männer, also die Frauen mit Worten, ihr werdet quasi schnattern müssen und umschreiben, wie bei Tabu. Und wir machen das pantomimisch nach, also wir stellen das da. Ja, ich bin ja dumm, ne? Ich weiß was. Du weißt, was pantomimisch heißt, ja. Also ich würde sagen, wir spielen eine Runde Charabu. Ab auf die Couch. Wir beginnen. Du willst anfangen? Ja. Sarah fängt an, wir gehen auf die Couch, wir erraten. Okay, muss nur ich erraten oder erratet ihr auch mit? Hey, wir machen so einen coolen Fun-Abend. Oh, wie geil ist das denn? Hey, okay. Hallo, aber nicht alle aufessen. Ich komme gleich auch. Okay, soll ich anfangen? Schatz, hier, ne? Warte. Okay? Du musst jetzt den. Also, wenn ich dann ins Krankenhaus gehe für die Geburt, dann gibt es ja verschiedene Arten von. Geburten? Na ja. Aber bevor das. Also, wenn das Kind dann. Wehen kommt, oder was? Ja, genau. Aber oh, es gibt ja verschiedene. Ist. Senkwehen? Nein, die danach. Presswehen? Ja. Oh, oh, oh. Geschäft, soll ich mal weiter? Oh, das war, weil wir letzte Woche beim Vorbereitungskurs waren, weißt du? Deswegen weißt du es. Okay, ich Boah, Luke, aber du weißt, dass ich von sowas keine Ahnung habe, ne? Stopp, raten wir jetzt auch noch? Nein. Noch mit? Okay. sonst weißt du. Okay, ich muss das pantomimisch, das ist. Ich könnte mir gerne helfen. Das ist sehr, 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 sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Also pantomimisch. Okay. Ist das schon was? Ja, das ist Ratlosigkeit. Was? Klingeln, Hupen, Stillen, Spitze, Berg, was? Paddeln, Bötchen, Bötchen? Wie? Ach so, ah ja, danke, danke, ja, der macht da einen Blödsinn. Muss ich jetzt, ne? Muss ich jetzt einen Matthias essen? Ich wollte ein Boot darstellen, welches in Schwankungen gekommen ist. Ich dachte, ich habe ein bisschen mehr Zeit für die ganze Nummer. Boah, das ist so ekelhaft. Ja. Oh, nee, Alter, auf gar keinen Fall. Haha, ganz weggegessen. Alter. Boah. Oh, boah, den muss man direkt mit so 90 Cent Dip nachspülen. Guck mal, ob die Joyce besser macht. Kann ich nicht, ne, Bruder? Ja. Ich wollte gerade. Achso, ich darf ja reden, genau. Ich glaube, es ist relativ einfach, Luke. Nicht Vater, sondern? Mutter. Genau. Okay. Nicht Plätzchen, sondern? Keks. Nein, das Große. Kuchen. Ja, und jetzt zusammen? Mutterkeks. Mutterkuchen. Yay! Mutterkuchen. Bin ich? Ja. Alter, du willst jetzt Pantomime machen? Okay, ich mach, okay. Ah, schießen. Schießen. Schuss. Okay. Drei. Brust. Saugen. Stillen. Was saugt man? Milch. Milch. Milcheinschuss. Jawohl. Ja, das kenne ich gar nicht. Aber das ist mega. Das ist einfach eingespielt. Komm. Ja, ich wollte dann. Warte mal, dann bin ich jetzt wieder. Ja. Du musst ran. Ja.
Bis meine Frau auf Milch kommt. Okay. Hätte man eigentlich buzzern können. So. Was? Nee, Leute, das, ich weiß nicht mal. Ja, versuch, um zu schreiben, oder? Also, wenn ein Baby größer wird, wird zu einem... Ein Jung... Nee, so mit 10. 10. Dann ist ein das Kind. Ja, ist das erste Wort. Ja. Und das Gegenteil von Glück. Pech. Ja, und jetzt zusammen Glück, mit noch Pech. Einem S. Mit noch einem S dazwischen. Was war das erste Wort? Sag mal. Ein 10-jähriges... Kind, Pech, Glück. Nein! Ein Kind nur Pech, ohne das Glück. Kindpech. Ja, noch ein S dazwischen. Kindpechs. Dazwischen! Kindpech! Ja! Kindpech! Ja, das kenn ich weiß nicht mehr, was das ist. Kindpech? Was ist das? Wer weiß, was Kindpech ist? Ja, da geht eine Hand auf, was auch ist es? Auch mal wieder weniger. Ich weiß es echt nicht. Das Kind hat Pech. Der erste Schuss. Der erste Schuss? Wir haben sogar ein Bild von Kindspech da. Wir gucken uns das mal an. Das ist nämlich. Das heißt Kindspech. Und ja, freut euch drauf. Das erwartet ja, euch. Ja, ich finde die Sendung, die bereitet mich super auf die Geburt vor. Ja, hätte man wissen müssen. Jetzt bist du darauf vorbereitet. Nicht, dass du dann das erste Mal irgendwie das siehst und denkst: Oh, mein Kind ist kaputt. Hab ich die Quittung noch irgendwo? Ich bin dran, ne? Ja. Ach so, ich bin mal. Okay, das ist. Du hast zwei gemacht und ich habe einen gemacht. Ja. Zwei. Zweites Wort. Schneiden. Schnitt. 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 Kaiserschnitt. Yeah. Und wir sind so gut! Bin ich dran? Nein, Sie. Nee, ich, ne? Du warst doch gerade. Nee. Ey, krass, Mann. Das war easy, ne? Kann man machen. Oh, nee, sowas Ekelhaftes. Oh, Luke, da ist auch in einer Matz mal drüber geredet, wo wir diesen Wehentest gemacht haben. Das ist zwischen, wie war das, Scheide und Arschloch? Wo das dann, das hast du mal gesagt. Was dann ist passieren zwischen Scheide kann. Und Arschloch? Was zwischen. Der Pietro. Was da passieren kann, du? Das war. Hey, okay. Aber das war Arschloch, stimmt? Stimmt. Ne? Also entscheidend, also das ist der, das, da der Dampf. Geht. Ja, und wie nennt sich das? Hey, Damm. Lange Zeit das, was dann passieren kann. Darmstadt. Was? Dammriss. Dammriss. Ja. Darmstadt. Ah, okay, locker. Das mach ich in one take. Kind. Schatz, pass genau. Warte. Pass genau auf, yeah. Konzentrier dich. Guck genau, was mein Finger macht. Yeah. Okay. Bauchmitte. Schatz, konzentrier dich. Ja. Bauch. Schnitt. Konzentrier dich einfach. Bauchbehaarung. Pass auf. Guck mal, hier. Ja. Yeah. Und danach? Ich weiß. Oh! Ja, jetzt musst du. Warte mal. Ja, okay, egal. Aber, was? Schwangerschaftsstreifen. Ja, das ist deine Brüste. Du hast sie auf die Brüste gemacht. Das war Schwangerschaft. Ich hab's so gemacht. Du hättest dich einfach konzentrieren müssen. Ich schwör. Wenn es funktioniert. Was soll ich machen? Einfach so wie du, ne? Du isst den einfach. Ey, ich schwör. Ach, mir kommt der hoch, Alter. Du musst einfach so machen wie die Merkel, einfach so hoch. Ah. Merkel ist meine Cousine zweiten Grades. Von Cousin-Seite, oder? Boah, aber du machst mit, komm, bitte. Ich hab schon ein... Ja, okay, gefuckt. Okay. Boah. Boah, nee, Alter. Boah, ist das eklig. Beißt du richtig ab? Ich konnte schon vor dem Ding, Alter. Ich bin voll... Fisch ist nicht mein Gebiet, weißt du? Okay, hat aber lecker geschmeckt, Alter. Hast gesagt, bevor ich hatte es im Mund, kam schon hoch, Alter. Boah, ist das... Aber war lecker. Boah, das ist auch ganz fischig und salzig. Das ja. Ist, boah. Ey, Gott sei Dank habe ich es nicht komplett gemacht, sonst wäre Leben vorbei heute. Boah.
Hast du schon einen zweiten gegessen? Ja, ich habe zweiten. Aber Thema Schwangerschaftsreifen ist natürlich eine Sache, ich weiß nicht, ob du dich damit schon befasst hast. Man kann die wegkriegen, Schwangerschaftsreifen, mit Botox. Ja? Ja, das sind neueste Erkenntnisse. Botox, da sage ich euch ja nichts Neues. Ihr kennt Dieter Bohlen, also seid ihr auf der Thematik natürlich bestens vertraut.